Sometime you'll win, sometime you'll lose. Never. You ain't never had a friend like me. Believe that. Cause you ain't never had a friend like me. At night I watch the sky, I take another breath. I smoke my new boy to the butt like it's the last motherfucker left. Just me and you evading enemies. Let you get my last shot of Hennessy. Ain't never had a friend like me. Remember memories so vividly. Was once a little dust kicker, now becomes a G. Who can I call when they all fail? Collect calls to my dogs from the county jail. Sending me mail, heard the blast. Wir anders als 2017 machen, ist, dass wir unsere Athleten von der SOB diesmal einfach in den Flights mitstarten lassen. Das fanden wir 2017 in Synchron eben so gut, dass wir gedacht haben, wir übernehmen das dieses Jahr auf den gesamten Wettkampf. Was geht ab YouTube? Pascal Su, Bodybuilding. In the building. Und willkommen im neuen Video und ich bin heute im schönen Saarstedt. Ich glaube, ich bin hier sogar schon schön so halb in Endstadt oder so. Ist auf jeden Fall ein großes Gebäude. Ich verzeih mir bitte, wenn ich noch Müdigkeit im Gesicht habe. Ich bin gestern erst recht spät ins Bett gekommen, heute Morgen gleich um 6 aufgestanden, um herzufahren. Ich hätte gar nicht so früh fahren müssen. Ich habe irgendwie gestern gegoogelt in Google Maps und er hat mir gesagt, ich brauche 4 Stunden her. Ich habe aber nur 2,5 gebraucht mit meinem Mietwagen. Weird Flex am Anfang, ich weiß, ist ein Mietwagen. Ich vertraue meinem BMW nicht mehr für lange Fahrten. Hier ist die Powerlifting Challenge in diesem Jahr. Ich zeige euch jetzt, bevor ich irgendwelchen Müll noch weiter labe, weil es immer noch viel zu früh ist, einfach ein paar Eindrücke vom Wettkampf vor Ort. Let's go. Das ist nicht die aktuelle Platzierung. Wir rechnen in den Bills. Sehr lauter Versuch. Wir werden es kaum glauben, der war 3-0 gültig. Wir bleiben bei 2-0. Stocks in the same shape, ain't nothing changed. Niggas slanging at the same place, the same faces. Supposed to always hate our foes. This lifestyle is forever. Watch the game unfold. Shit and crocodile tears just got life plus. And you wonder if these white judges like us. Just stay strong, we'll appeal, nigga. You'll be free. Down with you to the very end. Cause you ain't never had a friend like me. I'm down for you, so ride with me. My enemies, your enemies. Cause you ain't never had a friend like me. Nobody knows where we'll be. My enemies, your enemies. Cause you ain't never had a friend like me. I'm down for you, so ride with me. My enemies, your enemies. Cause you ain't never had a friend like me. Nobody knows where we'll be. My enemies, your enemies. Cause you ain't never had a friend like me. How can I be blamed? Forgive me, Lord, I'm insane. In search of fame, won't hurt to change. Following the footsteps of past dealers. Equipped with ski masks, no witnesses, we blast squillers. Maybe now they feel us in this act of war. More casualties, no survivors. Any man that defies quickly dies. Cause we ride us in my quest for chips. We wear vests equipped with automatic fire. We reply when my enemies trip. Me and you against the nation. Whispering while we conversating. Cause niggas died over information. How much more can we take? Expect us all to break. The world ain't ready for us yet, so let's make Clinton pay. They never wanted us to make it. Everything that we possess, we had to fight and take it. I think the president is smoking weed, bumping his beat, making a living out my misery. Got a friend like me, I'm down for you, so ride with me. My enemies, your enemies. Cause you ain't never had a friend like me. Nobody knows where we'll be. My enemies, your enemies. Cause you ain't never had a friend like me. I'm down for you, so ride with me. My enemies, your enemies. Cause you ain't never had a friend like me. Nobody knows where we'll be. My enemies, your enemies. Cause you ain't never had a friend like me. Promise to visit, I know it's rough in your cell. Receiving mail to the county jail. This is hell, when I was younger I could picture living in luxury, so how the fuck did I end up in prison? Fucking snitches that got me crossed by my own side. I found him by himself, no drama, he alone died. Nobody cried, should've never testified. You got my nigga 25, so now I sacrifice your life. Help to separate me and my dog. Broken ties, why the fuck should I let you live? When I'm dead inside, rapid fire my delivery. I'm busting at your whole crew, nigga, remember me. Hit up my outlaw set, then throw my pistol in the ocean. Ditch my ski mask, then get the straight coasting. It's Lea, wie viel hast du gedrückt? 85. Tobi, 2 Minuten. Wie viel willst du drücken? Ich höre dich nicht. 85. Was macht ihr denn schon wieder hier? Schöner Versuch. Schreien. Massaker. Hast du noch Stimme? Ja. Wir steigern auf 60. Ich bin heute
Und er ohne Stimme. Es hält sich bereit, der Sergio und der Henry. Dann schrei mal bitte. Jetzt? Ja. Let's go! Die Hand ist geladen. Visiting day and saying quitting, always there to see your closest road dog. Cause you ain't never had a friend like me. I'm down for you, so ride with me. My enemies, your enemies. Cause you ain't never had a friend like me. Nobody knows where we'll be. My enemies, your enemies. Cause you ain't never had a friend like me. I'm down for you, so ride with me. My enemies, your enemies. Cause you ain't never had a friend like me. Nobody knows where we'll be. My enemies, your enemies. Cause you ain't never had a friend like me. I'm down for you, so ride with me. My enemies, your So, wir haben ja ein paar der stärksten deutschen Powerlifter. Kreide. So eine Einkaufstüte. Was ist die Kreide her? Da aus der Box. Jesus Maria. Okay, erstmal ohne wie liegt das Ding? So hat Cesco gestern zu mir gesagt, er hat auch der Teamkapitän 5 ohne Kreide. Alter, das rutscht so weg, Alter, das kannst du knicken. Geht das jetzt hoch, Mann? Ja, warte. Moment. So. So, das muss man Sumo heben. Rutsch raus, jetzt klingt. Aber er hat Kreide angehabt. Warte mal. Ja, hol dir Kreide, komm. Das sag ich doch. So ein Fuß, Alter. Das nett. Auf den Fußball lassen. Ja, nee. Los. So legt ihr das alles so? Richtig. Ich muss das Sumo heben. Ihr müsst doch euch den Kreis noch aufsparen. Ach, das stimmt. Scheiße, ihr müsst mal heben, ne? Was ist das? Oh! Zwei Reds! Stopp! Rest! Rest! Oh. Auf geht's! Auf geht's, Leute! Dann alle einfeuern! Es ist geil, das geht wieder! Hey, hey, hey! Gott! Rest! Ah. Und die Kampflichter. Sensationell. Können wir da bitte mal diesmal wollen wir nicht unbedingt einen Geldbetrag spenden, sondern wir wollen den Sportlern was in die Hand geben. Sprich nach Berlin zum Mario Viehweger, der für die Kraft-3-Kämpfer im Special Olympics, komm ruhig nach vorne, Mario, zuständig ist. Ja, der Mario wird diese Wettkampfkombi mit Wettkampfstange und Scheiben von 432,5 Kilo mitnehmen. Das hat einen Gegenwert von ca. 9.000 Euro, was wir dort sehen. Und ich glaube, damit ist euch mehr geholfen, als wenn wir euch letztendlich Geld in die Hand drücken. In anderen Sportarten kann man unser Motto so gut leben wie im Dreikampfsport. Wir möchten uns ganz, ganz herzlich bedanken. Wir sind tief bewegt, finden toll, was ihr macht. Und wir sind, glaube ich, super gerne dabei. Und das, was wir euch geben können, ist nicht nur Dank zurück, Spaß und ganz viel Freude, sondern vor allen Dingen auch, dass wir gemeinsam mit euch erleben wollen, dass unsere Sportlerinnen und Sportler hier ganz viel Anerkennung und Wertschätzung haben. Und das ist toll. Cause you ain't never had a friend like me. Nobody knows what we'll be. My enemies, your enemies. Cause you ain't never had a friend like me. Come after us, let's be complete. My enemies, your enemies. Cause you ain't never had a friend like me. Nobody knows what we'll be. My enemies, your enemies. Cause you ain't never had a friend like me. Come after us, let's be complete. My enemies, your enemies. Cause you ain't never had a friend like me. Nobody knows what we'll be. My enemies, your enemies. Cause you ain't never had a friend like me. Yeah.
Dinger von Kalle, ey. So. Was geht ab, YouTube? Pascal Su Bodybuilding. Francesco Würzi. Sang in the building. Also, hast du noch in the building. In the building. Weißt du, wie das geht? Verdammt nochmal. So, wir sind hier in Saarstedt, ne? Richtig. Ja. Und wir haben einen langen Tag der Powerlifting Challenge schon hinter uns. So halb hinter uns, ne? Sieht man an den Augen. Und ja, bitte. Wir kriegen hier noch Besuch regelmäßig. Ich bin ja eh nicht rein. Achso, hat abgeschlossen. Ja. Trick 17, ey. Powerlifting Challenge. Was ist das überhaupt für ein Spaß? Aber erstmal stellt euch doch mal ganz kurz vor. Vielleicht fangen wir mit dir an, Sven. So ein kurzes Ding. Ja, ich bin Sven Thomsen. Einer der beiden Gründer der Powerlifting Challenge. Zusammen mit dem Francesco. Und der Mann von Tamara Thomsen, die im Powerlifting wohl eher bekannt ist als ich. Ja, ich bin der Francesco Würzi. Ich war mal Bundestrainer im Kraft-3-Kampf. Und Sven und ich hatten halt mal eine Wette. Und daraus ist die Powerlifting Challenge entstanden. Was war das für eine Wette? Boah, das war eine Wette. Guck ihn an, der. Das war eine Wette. Ich war ungefähr so dick wie jetzt gerade und der Sven hat gesagt, na, wie dick bist du jetzt gerade? Boah, jetzt habe ich 108. Da hatte ich sogar, 106 habe ich heute gewogen und da hatte ich irgendwie auf der Bühne alles. Ungefähr so 105,5 hatte ich da an dem Tag und ja, Sven sagte, na, fett geworden, sag ich, na, ich kann auch nächstes Jahr in deiner Gewichtsklasse sein. Und na, daraus ist tatsächlich aus so einer spaßigen Wette ist dann ernst geworden und wir haben versucht, da ein soziales Projekt draus zu machen. Welches Jahr haben wir gerade geschrieben, als die Wette stattgefunden hat? 2016 haben wir gewettet, 2017 haben wir die Challenge durchgeführt, die erste. Und 2018 ist ausgefallen? Ist ausgefallen. Und 2019? Diverse Körperteile waren gebrochen. Genau. Nicht nur von mir, sondern auch von Francesco. Wer hat denn gewonnen? 2018? Ja. Also 2017 habe ich gewonnen, 2018, weil Sven die Gewichtsklasse gehalten hat und ich nicht, hat Sven 2018 gewonnen. Also der Titel ist momentan nicht vakant, Sven hält ihn. Läuft schon, das geht hier auch. Wir sind hier unten und haben uns in den Waageraum verzogen. Ich will mich wundern, falls mal jemand rein oder rauskommt. Ja, genau, deswegen erzähl mal ein bisschen was über die Powerlifting Challenge. Was ist heute hier überhaupt passiert erstmal? Ja. Und was soll das Ganze? Also, wie gesagt, aus einer Wette ist das entstanden. Und ich hatte 2016 hatte ich bei der Eröffnung vom Kraftwerk, das ist das Fitnessstudio von Oliver Caruso, der ehemalige Bundestrainer im Gewichtheben, war ich bei einer Studioeröffnung dort und habe meinen Erstkontakt in dem Sinne mit Special Olympics gehabt. Und die Athleten des Special Olympics, also es sind geistig behinderte Sportler, die haben einfach so viel Emotionen auf diese Bühne gebracht, dass mich das begeistert hat. Und dann hatte ich Sven halt vorgeschlagen, dass wir dieses Projekt unterstützen. Und er fand das von vornherein super. Und daraus ist dann letztendlich wirklich so eine Veranstaltung entstanden. Ich glaube, ich habe an der Stelle den Part des Ausrichters gehabt. Ich war zu dem Zeitpunkt noch Vorstand in der FSV. Die FSV ist ja die Schirmherrin der Powerlifting Challenge. Und da ich quasi die Halle hatte und die Möglichkeiten und der Francesco einfach zu dick war, mussten wir was draus machen. Genau, und damit der Druck am Ende, wir haben am Anfang ja ganz normal gewettet um Essen, glaube ich. Ne? Ja, und, mit Partnern. Genau, mit Partnern. Lohnt sich total. Ja, wie das so ist, ach komm, bezahle ich halt das Essen, ist auch egal. Haben wir so ein bisschen externen Druck, genau durch die Inspiration da, durch Oliver Caruso und durch den Ralf Pfeiffer von Eleiko, mit dem absolut, wir uns zum Essen getroffen hatten, der gesagt hat, naja, hey, wenn ihr Bock habt, was Charity-mäßig zu machen, dann schmeiße ich meine Hantel hier als Preis, als Hauptpreis irgendwie in den Raum. Zumal er selber kurz davor, also kurz vor einer Wetteinlösung mit Wolf Hamert von Five stand, genau. Und er halt von der Leiko, die sind gegeneinander angetreten für ein gemeinnütziges Projekt, ich weiß leider nicht mehr welches, und haben da halt verdammt viel Geld gesammelt gehabt für dieses Projekt. Ja. Und da hat Ralf gesagt, finde ich total geil, und hat uns damals halt eine Eleiko Competition Bar zur Verfügung gestellt, um die halt zu verlosen. Und das hat natürlich auch viele Teilnehmer gezogen. Ja. Wie viele Plätze habt ihr 2016 gehabt? 17? Und dieses Jahr? Ich glaube, ziemlich genauso viel wie jetzt. 120, glaube ich, in Summe. Es ist immer so, wir haben versucht, so 100 Startplätze für, ich sage mal, die normalen Athleten zu haben. Also Startplatz heißt nicht unbedingt Person, sondern ich glaube, wir haben 120 Athleten bei 160 Starts. Ne? Genau, wir hatten gesagt, 400 Versuche können wir handeln am Tag quasi und haben dann halt für die SOB-Teilnehmer einen gewissen Slot vorgehalten, sodass wir ungefähr 120 Starts zugelassen haben. Genau. Ja.
Und jetzt waren es 156, glaube ich, ne, die gemeldet waren. Ja. Wie viele jetzt letztendlich angetreten sind, kann ich gar nicht sagen. Ja, wir so um die 140 vielleicht. Wir hatten auf den letzten Metern noch ein paar krankheitsbedingte Ausfälle. Ja, genau. Ein paar Geschwäche. Magen-Darm scheint echt im Umlauf zu sein. Klassiker halt. Ne? Ja. Aber immer. Ja, geile Sache. Ich war heute den ganzen Tag da. Ich war ja noch nie da. Ich habe das zwar schon gesehen, auch das Jahr davor. Und muss sagen, ich bin echt begeistert. Das ist echt ein mega geiles Event, so wie es aufgezogen ist. Und vor allem dieser Inklusionspunkt, so dass man halt mit Menschen mit Behinderung, wie man es sagt oder wie auch nicht, keine Ahnung, das zusammen macht. Weil ich finde das immer super krass, auch auf der DM, wenn man das mal sieht oder so. Ich finde das mega inspirierend. Und das ist halt eine coole Sache, dass man das so alle zusammen macht. Dieses, also mit den Leuten sich warm macht. Also das ist auch der große Unterschied zur ersten Powerlifting Challenge. Da haben wir sie halt separat starten lassen. Sie waren zwar an dem Tag mit dran, hatten aber ihren eigenen Slot sozusagen an dem Tag, ihren eigenen Flight. Und jetzt haben wir uns gesagt, weil beim letzten Mal haben sie dann gesagt, können wir auch Synchronkreuzheben mitmachen? Und wir dachten, okay, wollt ihr? Ja, klar. Und dann haben sie halt in Häkchen bei uns mitgemacht. Und dann haben wir gesagt, naja, also wenn die Synchronkreuzheben bei uns mitmachen, dann lasst uns alle zusammenheben. Und ich glaube, das ist so auch dieser Inklusionsgedanke, der momentan überall ist. Ja. Das macht einfach auch viel mehr Bock. Das ist halt noch mehr. Das ist halt auch, wenn man sich fragt, warum, ist die Antwort, wenn man die Jungs auf der Bühne sieht, einfach. Das ist genau. Wer das nicht verstanden hat, dann weiß es auch nicht. Ja. Ja. Nee, super coole Sache. Ihr hattet auch ein paar spezielle Projekte noch in diesem Jahr, die ihr unterstützt habt. Das stimmt. Genau. Möchtest du? Also, wir hatten, entstanden ist das, also ursprünglich war der Nutzen dieser ganz klar wieder die SOD und das ist. Das wird auch, sofern wir die Powerlifting Challenge weiterführen, wahrscheinlich auch so bleiben. Mhm. Aber wir haben dieses Jahr, und ein ganz großes Danke an die Sponsoren, muss man echt auch sagen, auch an dich, ne? Du bist ja auch einer der größeren Sponsoren gewesen. Die haben uns, ich sage das nur so salopp, und es ist also wirklich dankbar gemeint, die haben uns so mit Geld zugeschüttet, dass wir gesagt haben, okay, und auch Eleiko hat dieses Jahr eine riesen Schippe draufgelegt, dass wir gesagt haben, okay, da müssen wir jetzt irgendwie noch mehr draus machen. Weil alles dann einfach, also wir hatten jetzt ein komplettes, du hast es ja gesehen, dass alles, was auf der Plattform war, packen jetzt die SODler in einen großen Bulli und nehmen es mit nach Hause. Ich habe mir das gerade fürs Rumschirm alles gekauft. Ja. Ich weiß, das ist ja Spaß. Und dann weißt du, was wir reden, genau. Und dann haben wir gedacht, naja, und jetzt haben wir theoretisch eigentlich noch Geld über. Und dann haben wir gedacht, was immer auch gut ankommt, sind ja lokale Projekte zu fördern. Und dann sind wir losgegangen und haben tatsächlich lokale Projekte gesucht und es war paradoxerweise gar nicht so einfach. Also weil auch immer zeitnah das Geld gebraucht wird, wenn solche Projekte sind. Und wir konnten ja erst am 21.12. im Prinzip, also heute, letztendlich sagen, jo, wir können euch demnächst fördern in einer Woche oder in zwei Wochen, wo dann halt das Geld da ist. Und wenn wir das jetzt vor einem halben Jahr ein Projekt festgelegt hätten, dann hätten die halt ein halbes Jahr auf die Kohle warten müssen. Das wäre halt auch irgendwie ungünstig. Ne? Ja, und auch sind am Ende sind es zwei Projekte tatsächlich geworden, die wir fördern wollten. Die eine Idee kam von Francesco, die andere von meiner Ergotherapeutin, um ehrlich zu sein. Und wir hatten, ursprünglich hatte ich zur Auflage gemacht, wir wollen kein Projekt fördern, was mit Rollstuhl zu tun hat. Mhm. Weil ich das zu plakativ fand. Mhm. Aber am Ende ist das Gesamtpaket einfach, hat dann doch irgendwie mich beim Herz erwischt. Weil das ein kleines Mädel ist mit dem, ich muss immer Engelmann-Syndrom heißen, das ist ein Chromosom-Defekt, der dafür sorgt, dass die Kleine auf Lebzeit auf den Rollstuhl angewiesen wird. Das ist auch entwicklungstechnisch sehr, sehr zurück. Also die wird nie ein normales Leben führen können. Und da die Eltern jetzt vor der gleichen Situation stehen, wie ich nach dem Unfall stand, nämlich der Hof muss umgebaut werden, da muss ein Lift her, da muss das Auto ausgebaut werden. Weil so ein Rollstuhl bringt halt einfach irgendwie auch ein paar Schwierigkeiten mit sich. Haben gesagt, okay, das ist jetzt die Last, die denen da aufgebürdet wird, ist so groß, dass wir doch dieses Projekt auch mitfördern. Und so werden wir jetzt, wenn wir jetzt die Bilanz gezogen haben, das Geld auf diese beiden Projekte noch aufteilen. Also alles, was wir jetzt noch an Barmitteln haben, wird auf die beiden Projekte aufgeteilt. Super. Das zweite Projekt ist ein leukämiekrankes Mädchen, was jetzt noch 1,5 Jahre eine Chemo durchmacht, also Tabletten-Chemo noch bekommt. Und die war halt heute auch hier, beide Projekte waren genau, beide Kinder. Waren hier und ich fand es cool, dass man sie auch sehen konnte. Mhm. Und es war ein schönes Gefühl, da irgendwo was Gutes tun zu können. Ja, auch zu sehen, wem es zugute kommt. Wir haben die bewusst nicht vorne, ich sag mal, wie so ein Lama durch den Ring getrieben, sondern die waren da und ich habe mich auch mit beiden oder mit vielen da lange drüber unterhalten. Aber damit war das auch gut. Man will halt wissen, wo das Geld hingeht. Ich glaube, das ist auch legitim. Und ich glaube, wir investieren da komplett richtig.
in beiden Fällen absolut. Ich glaube, die haben es beide verdient. Ja. Ja, also wir haben einen schönen Tag gehabt. Wir haben spaßig gehoben. Ihr habt euch den Arsch wahrscheinlich im Vorfeld und im Nachgang auch noch aufgerissen. Aber schlussendlich ist was Gutes dabei rausgekommen. Special Olympics Team, wie auch immer, hat coole Sachen bekommen. Und zwei Projekte konnten unterstützt werden direkt, die man auch mal sehen konnte. Das ist ja auch immer so, das ist ja doch ein bisschen was anderes. Ne? Ich meine, es lag euch da ja auch am Herzen, aber so, es ist halt schon so, wenn du das dann siehst, denkst du ja, okay, super. So, ne? Und auch die anderen Sachen mit dem Essen und so, ihr habt ja sicherlich auch noch unendlich viele Helfer so drumherum. Ja, du hörst ja den ganzen Tag. Ja. Die sind jetzt, während wir hier das Interview führen, sind halt viele der Helfer schon am Abbauen, auch Zuschauer. Ja. Es sind welche aus Berlin gekommen, aus Frankfurt, das ist einfach der Wahnsinn. Du aus Flensburg, ne? Also noch ein bisschen höher, Abislehne. Oh, minimal. Viel ist das nicht mehr. Fast Dänemark. Nee, aber war ein super cooler Tag, hat mega viel Spaß gemacht. Ich kann nur meinen Hut davor ziehen, was ihr da leistet. Also wie gesagt, vor allem mit dem Sport und im Sport, ne, dass man sagt, hey, wir machen jetzt Powerlifting. Und das ist das, was wir machen wollen. Und da wollen wir aber trotzdem uns auf die Beine stellen und helfen. Mega, super. Also kann ich nichts weiter. Dir vielen Dank für deinen Support. Nicht nur jetzt heute und speziell, sondern generell für die Sportart. Ich finde es geil, was du tust. Vielen Dank. Danke. Weiter so. Einfach Hammer. Und sehen wir uns nächstes Jahr wieder bei der Powerlifting Challenge. Nächstes die Frage, Jahr. Die man am Ende der Powerlifting Challenge hat. Unsere Frauen haben so anklingen lassen, dass wir diesen Zwei-Jahres-Rhythmus durchhalten sollten. Also es könnte sein, dass wir 2 Jahre brauchen bis zur nächsten Powerlifting Challenge, denn wir haben ja, die haben wir gar nicht erwähnt eben, wir haben ja natürlich auch unseren Support gehabt, also meine Frau, die Samira, und seine Frau, die Tamara, die sich einfach richtig den Arsch aufreißen. Ohne die würden wir wahrscheinlich dastehen ohne Hemd und ohne Hose. Aber dann würden wir abends wahrscheinlich, wenn wir so ein Meeting haben, nur unser Gläschen rumtrinken. Nicht warum. Was wir immer noch machen. Wir irgendwann haben die Frauen eingeführt, dass wir erst das trinken Abend. Dürfen, wenn die Orga erledigt ist. Genau, ja. Ja, ich lasse mich überraschen. Wir haben jetzt ja, wir feiern wieder Silvester zusammen und ich bin mal gespannt, was wir uns da so auskiffen. Also das letztes Jahr saßen wir am 1.1. zusammen und haben die PLC geplant. Die Reste vernichtet und genau die PLC geplant. Machen wir eine Woche Pause und dann kurz regenerieren. Ja, cool. Ja, wunderbar. Ansonsten, für alle, die zugeschaut haben, das gefallen haben, wir haben auch einen kleinen Instagram-Account bei euch. Na, da könnte man ein bisschen auf dem Laufenden bleiben, falls dann in nächster Zeit doch mal die Entscheidung kommt, was da kommt. Instagram, Facebook steht tatsächlich auch noch hoch im Kurs, weil wir da den Termin announcen, aber ich glaube, so überwiegend ist unsere Medienbeauftragte Samira auf Instagram eher unterwegs. Ja. Also alles, was dafür relevant ist, findet ihr auch unten in der Beschreibung. Schaut euch da ein bisschen um. Ist eine mega coole Sache, cooles Ding, was ihr da auf den Beinen habt, was da läuft. War ein mega geiler Tag, aber wir sind auch alle ein bisschen im Arsch. Ne? Vielen Dank auch an Julian von Dedicated Sports, der hier die zweiten Aufnahmen zur Verfügung stellt gerade. Der hat auch einen langen Tag hinter sich. Ja, ich würde es nicht noch länger spannen. Vielen Dank nochmal. Und wir sehen uns im nächsten Video. Wollt ihr noch was sagen? Nein. Einfach nur danke. Danke für alle, die da waren, alle, die geholfen haben. Es sind so viele Leute. Danke. Einfach danke. Wunderbar. Dann darf noch einer von euch das Mic droppen. Sven, möchtest du? Was muss ich machen? Das Mic droppen. Perfekt. Besser kann man es nicht machen. Danke. Ja, wunderbar. Digga, cool. Wer hat denn jetzt hier an der Tür geklopft? Weiß ich nicht, deine Frau, die ihre Schuhe wollte vielleicht? Got no ways that we can make a million, million. Whoa, yeah. Whoa. I be grinding, scraping, and rental riding. I act broke, you act rich, we both lying. I be grinding, scraping, and rental riding. I act broke, you act rich, we both lying.